bin Katrin Michelsen. Ich blogge auf happyhomeblog.de. Also ich blogge über alles, was zu Hause glücklich macht. Einrichtung, do-it-yourself, das Leben mit Kindern. Also ich bestelle relativ viel. Ja, ich kaufe alles, was ich hier nicht vor Ort bekomme, online, um mir das Leben leichter zu machen. Und dann wird es mir gebracht und was mir nicht gefällt, schicke ich wieder zurück. Wir haben auf dem Land das Problem, dass die Kunden, wenn wir sie nicht erreichen, dass wir die Pakete zum Teil in andere Ortschaften geben müssen. Was ich auch schon öfter hatte, da gibt es bei den Nachbarn ab. Und immer wenn ich dann das Paket abholen möchte, ist es entweder zu spät und man kann nicht mehr stören. Ich bin ja lieber autark und habe meine Pakete gerne hier zu Hause. Die Alternative ist jetzt ganz neu, dass wir einen Paketbriefkasten haben. Das ist ganz einfach, der Paketbote liefert das und erst klingelt er hier zu Hause an und wenn ich nicht da bin, legt er das Paket dann da rein. Viele Leute sind ja heutzutage nicht da und da ist der Kasten doch eine sehr gute Alternative. Wenn ich komme, habe ich einen Chip, kann den Paketkasten öffnen, das Paket rausholen und habe da meine Sachen und muss nicht zur Post gehen. Ein Riesenvorteil ist natürlich, man kann nicht nur Pakete empfangen, sondern man kann sie auch versenden. Dazu bestelle ich online eine Abholung oder ich lege selber die Pakete rein, wenn es nicht sehr eilig ist. Und der Paketbote nimmt dann die Pakete mit. Und das ist natürlich sehr gut, weil dann muss man nicht selber zur Post und das Paket dahin schleppen. Und gerade wenn man viel online kauft und auch manches wieder zurückschickt, ist das sehr praktisch. Also wir sind eigentlich ganz happy damit, erleichtert das Leben ungemein. Also die Kunden, die bereits einen haben, sind schwer begeistert.